Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich dir 5 sehr, sehr effiziente Tipps erklären möchte, damit du deine negativen Gedanken loswerden kannst. Bevor ich dir die 5 Tipps nenne, möchte ich aber noch auf einen sehr, sehr großen Fehler eingehen, den die meisten Menschen machen, wenn sie eben negative Gedanken haben. Dieser Fehler ist, dass sie versuchen, gegen ihre negativen Gedanken anzukämpfen oder auch sie zwanghaft versuchen, durch positive Gedanken zu ersetzen. Und vermutlich machst du diesen Fehler auch. Und das ist aber ein großes Problem. Denn die Sache ist die, wenn du versuchst, negative Gedanken zu unterdrücken, ja, oder sie zwanghaft versuchst, durch positive zu ersetzen, dann werden diese negativen Gedanken meistens nur noch stärker. Und vielleicht kennst du das Ganze. Ja, du hast negative Gedanken gehabt, du hast irgendwas vielleicht Negatives ausgemalt, dir ist irgendetwas passiert und du versuchst zwanghaft nicht daran zu denken oder es zu vergessen oder es zu unterdrücken. Und das, genau das Gegenteil passiert. Ja? Dieser Gedanke wird immer stärker. Und im schlimmsten Fall verlierst du dich in irgendwelchen negativen Gedankenkarussellen und alles ist schrecklich und dein Leben hat keinen Sinn mehr und du glaubst, du wirst nie wieder glücklich sein. Ja? Und was du eben dagegen tun kannst oder tun solltest, ist, negative Gedanken zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass du sagst, negative Gedanken sind super, denn, seien wir ernst, das sind sie nicht. Ja? Negative Gedanken können sehr, sehr lähmend sein und dir jegliche Lebensfreude rauben. Aber der erste Schritt, um mit negativen Gedanken besser umzugehen, ist, diese zu akzeptieren. Zu sagen, okay, ich mag zwar diesen Gedanken nicht gerade, aber er darf da sein. Ich akzeptiere ihn. Und in dem Moment, wo du deine negativen Gedanken akzeptierst, werden sie in den allermeisten Fällen schon automatisch ein bisschen schwächer. Du kannst dir das Ganze ein bisschen so vorstellen. Negative Gedanken sind wie ein kleines, freches Kind, das dich ärgern möchte. Und je mehr Aufmerksamkeit du dem Kind gibst, desto mehr Spaß hat es daran, dich zu ärgern. Aber in dem Moment, wo du einfach das Kind ein bisschen ignorierst, ja, wo du sagst, okay, dann soll es eben versuchen, mich ein bisschen zu ärgern. Ja? Ich lasse es einfach sein. Ich bin die Ruhe selbst. In dem Moment wird das Kind sich relativ schnell langweilen, dich zu ärgern. Einfach, weil du nicht darauf reagierst. Weil es merkt, okay, es ist ihm irgendwie egal, was ich mache. Ja? Er macht sein Ding. Und so ähnlich ist es mit den negativen Gedanken. Wenn du einfach nur sagst, okay, ihr dürft da sein, ist nicht weiter schlimm. Ich finde euch zwar nicht toll, aber ich akzeptiere euch. Dann werden negative Gedanken relativ schnell weiterziehen. Wie ein paar, ich sage es mal, Regenwolken zum Beispiel. Natürlich funktioniert das nicht immer. Ja? Manchmal sind wirklich negative Gedanken sehr, sehr stark. Aber sie zu akzeptieren ist immer, immer der erste Schritt. Denn solange du gegen negative Gedanken ankämpfst, solange du möchtest, dass sie unbedingt weggehen, bist du im Widerstand. Und solange du im Widerstand bist, werden die negativen Gedanken stärker oder auf jeden Fall wirst du sie nicht los und sie werden nicht schwächer. Gut, wie gesagt, das war jetzt nur einer dieser großen Fehler, den viele Menschen begehen, wenn sie negative Gedanken loswerden möchten. Da du jetzt weißt, welchen Fehler du unbedingt vermeiden musst, lass uns die 5 Tipps sehen, die dir allesamt dabei helfen werden, besser mit negativen Gedanken umzugehen und sie vielleicht sogar loszulassen. Der erste Tipp ist, dass du deinem Verstand dankst. Lass mich das kurz erklären. Wir Menschen denken 80, manchmal sogar bis zu 90% immer wieder an die gleichen Dinge. Wir sind also relativ einfallslos. Das heißt auch, dass viele deiner negativen Gedanken wiederkehrende Geschichten sind. Es sind Geschichten, die du dir immer wieder erzählst. Zum Beispiel die Ich bin nicht gut genug Geschichte. Oder die Ich werde das nicht schaffen Geschichte. Oder die Ich werde meinen Job verlieren, mein Partner wird mich verlassen und ich werde einer schrecklichen Krankheit sterben Geschichte. Das sind alles Geschichten oder so ähnliche Geschichten, die du dir immer wieder und immer wieder erzählst, oftmals ohne, dass es dir bewusst ist. So, und ein Trick ist, dass du eben lernst, diese Geschichten zu erkennen und ihnen einen Namen gibst. Zum Beispiel das werde ich nicht schaffen Geschichte. Und jedes Mal, wenn du dich erwischt, dass du diese negativen Gedanken hast, ja, dass dir dein Kopf diese eine Geschichte erzählst, sagst du deinem Verstand, danke Verstand, danke für die, das werde ich nicht schaffen Geschichte. Und dadurch, dass du eben deinem Verstand dankst, gewinnst du eine gewisse Distanz zu deinen Gedanken.
dir wird bewusst, dass es nur eine Geschichte ist, die du dir erzählst. Ja, und diese Geschichte muss keineswegs der Realität entsprechen. Ein paar Beispiele. Nehmen wir an, du hast dir vorgenommen, etwas Neues zu machen. Zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen oder eine neue Sprache zu lernen oder bei einem Tanzkurs mitzumachen. Und auf einmal kommt eben dein Verstand und erzählt dir wieder, das wirst du nicht schaffen. Ja? Und wenn du jetzt ein bisschen achtsam bist, dann kannst du sagen, das ist die Ich-schaffe-es-nicht-Geschichte. Danke, Verstand. Danke, lieber Verstand, dass du mir die Das-werde-ich-nicht-schaffen-Geschichte erzählst. Und in dem Moment wird dir eben bewusst sein, es ist nur eine kleine Geschichte. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Und das ist ein sehr, sehr schöner, eine sehr, sehr schöne Technik, die dir dabei helfen wird, mehr Distanz zu deinen Gedanken zu gewinnen und besser mit ihnen umzugehen. Der zweite Tipp, um besser mit negativen Gedanken umzugehen, ist ihnen logisch zu widersprechen. Wenn du das nächste Mal negative Gedanken hast, ja, wenn du dir einredest, dass du etwas nicht kannst, dass du nicht gut genug bist, dann kannst du versuchen, logische Gründe zu finden, die dagegen sprechen. Und weil sie logisch sind, ist es relativ einfach, ihnen zu glauben. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Nehmen wir an, du denkst, du bist sehr, sehr unsicher und nicht selbstbewusst. So, jetzt kannst du zuallererst mal dich fragen, was Selbstbewusstsein überhaupt bedeutet. Bedeutet es, dass du immer zu 100% selbstbewusst bist? Bedeutet es, dass du nie einen Fehler machst? Bedeutet es, dass dich andere Menschen immer mögen werden? Natürlich nicht. So, und im nächsten Punkt kannst du eben Gründe finden, die dagegen sprechen. Ja? Du kannst dich zum Beispiel fragen, stimmt es wirklich, dass ich in meinem Leben noch nie selbstbewusst war? Natürlich ist die Antwort nein. Es gibt garantiert Dinge, die du getan hast, auf die du stolz bist oder Situationen, in denen du mutig warst. Oder du kannst dich fragen, müssen mich wirklich immer alle Menschen mögen, damit ich selbstbewusst bin? Antwort ist wieder nein. Obwohl du selbstbewusst bist und vielleicht sogar charmant und nett, wird es immer wieder Menschen geben, die dich nicht mögen. Ich denke, du verstehst meinen Punkt. Wenn immer du negative Gedanken hast, ja, wenn du dir etwas Negatives einredest, finde logische Gründe dafür, warum das Ganze nicht stimmt. Und wenn die Gründe eben logisch sind, kannst du sie sehr, sehr gut glauben. Dritter Tipp, um besser mit negativen Gedanken umzugehen. Mach dir bewusst, dass es nur Gedanken sind. Wenn immer du dich dabei erwischt, dass du negative Gedanken hast, ich bin nicht gut genug, ich werde meinen Job verlieren, mein Partner geht fremd, der dritte Weltkrieg steht vor der Tür, ja, was auch immer, gibt ja unzählig verschiedene Arten von negativen Gedanken. Aber wenn immer du dich dabei erwischt, erinnere dich daran, dass es nur ein Gedanke ist. Und ein Gedanke kann wahr sein, muss aber nicht. Ja, und in den meisten Fällen sind Gedanken nicht wahr. Es ist nur eine subjektive Meinung, die du hast über dich selbst, über die Welt, über andere. Und was dir dabei helfen kann, dir das bewusst zu machen, ist, dass du vor deinen negativen Gedanken den Satz, ich habe gerade den Gedanken, das schiebst. Das heißt, wenn du dabei erwischt, dass du dir einredest, ich bin nicht gut genug, dann formuliere diesen Gedanken um und sage, ich habe gerade den Gedanken, dass ich nicht gut genug bin. Und dadurch wird dir bewusst, dass das Ganze nur ein Gedanke ist. Etwas, was du dir gerade in diesem Moment erzählst, ob bewusst oder unbewusst. Und ich persönlich halte das für eine der wirklich besten Techniken, um besser mit negativen Gedanken umzugehen. Weil dir einfach bewusst wird, dass es nur ein Gedanke ist. Ja? Und dieser Gedanke muss nichts mit der Realität zu tun haben. Und das ist auch eine Technik, die ich immer wieder nutze. Ja? Wenn ich gerade merke, da kommen irgendwelche negativen Gedanken oder ich denke gerade irgendwas negativ, dann packe ich diesen Satz davor. Ich habe gerade den Gedanken, dass... Punkt, Punkt, Punkt. Probier es aus. Ich bin sicher, dass es dir helfen wird. Der vierte Tipp, der dir helfen kann, besser mit negativen Gedanken umzugehen oder auch weniger negative Gedanken zu haben, ist, dass du versuchst, deinen, ich sage es mal, negativen Einfluss und negativen Input zu reduzieren. Und ich habe über das Thema schon in einigen Videos und auch in einigen Artikeln auf meinem Blog geschrieben, wie auch gesprochen. Und ich kann dir nur empfehlen, dass du zum Beispiel weniger Nachrichten guckst. Ich bin jemand, der guckt so gut wie gar keine Nachrichten und ich bin trotzdem informiert. Ich weiß, was in der Welt abgeht. Aber ich gucke so gut wie keine Nachrichten, weil ich einfach finde, dass Nachrichten nicht objektiv sind. Sie geben dir ein sehr, sehr verzerrtes Bild von der Welt. Ja? Wenn du Nachrichten schaust, dann hast du das Gefühl, dass
der dritte Weltkrieg vor der Tür steht, dass alle Menschen böse sind, dass alle Menschen Mörder sind oder Vergewaltiger und dass einfach die Welt ein wirklich sehr, sehr unschöner Ort ist. Und in meiner Erfahrung ist genau das Gegenteil der Fall. Ich bin über 5 Jahre um die Welt gereist, ich war in fast 50 Ländern und in meiner Erfahrung sind die allermeisten Menschen freundlich, nett und oftmals sogar hilfsbereit. Aber durch die Nachrichten bekommen wir eben oftmals ein ziemlich, ziemlich verzerrtes Bild von der Welt. Deshalb, ich persönlich würde dazu raten, schau gar keine Nachrichten oder lies gar keine Nachrichten oder nur sehr, sehr ausgewählt. Und wenn du es tust, mach dir bewusst, dass es eben nur ein kleiner Auszug dieser Welt ist. Es entspricht nicht dem ganzen Bild. Denn, ich weiß nicht, hast du schon mal von positiven Nachrichten gehört? Nein, das sind meistens negative Nachrichten, weil negative Schlagzeilen die besseren Nachrichten sind. So, das Gleiche gilt auch für Filme oder Social Media. Ja? Alles, was du in dein System reinlässt, hat einen gewissen Einfluss auf dich. Und wenn du dich dazu entscheidest, größtenteils negative Dinge in dein System reinzulassen, ist natürlich klar, dass du eher dazu tendierst, negative Gedanken zu haben. Und natürlich, ganz, ganz großer Punkt, gilt das auch für die Menschen, die in deinem Umfeld sind. Und ich werde jetzt nicht sagen, dass du alle Menschen aus deinem Umfeld eliminierst, die nicht immer super positiv und glücklich sind. Ja, das ist kompletter Blödsinn. Aber wenn es in deinem Leben Menschen gibt, die dich wirklich sehr, sehr runterziehen und die dir nicht gut tun, dann überleg dir mal ernsthaft, den Kontakt zu ihnen zu reduzieren oder vielleicht sogar ganz abzubrechen. Das kann in manchen Fällen ein sehr, sehr radikaler Schritt sein, aber ein Schritt, der manchmal eben auch nötig ist. Fünfter und letzter Tipp, um besser mit negativen Gedanken umzugehen oder auch negative Gedanken wirklich loszuwerden. Ganz simpel, lenke dich ab. Ich habe dir jetzt 4 Tipps erklärt, wie du besser mit negativen Gedanken umgehen kannst, aber es ist alles auf einer Gedankenebene. Ja, es sind alles Spielereien hier oben. Und manchmal kannst du all diese Tipps anwenden, aber es hilft dir nicht weiter. Du bist einfach trotzdem zu verkopft. Deine negativen Gedanken sind zu stark, du bist zu sehr in diesem negativen Gedankenkarussell drin. Und was dann hier am besten hilft, ist dich einfach abzulenken. Mach irgendetwas anderes. Geh zum Sport, geh eine Runde spazieren, schau dir einen lustigen Film an, ruf einen guten Freund an, überlege dir, wie du einem Menschen weiterhelfen kannst oder eine Freude machen kannst. Lenke dich ab, tu irgendetwas anderes. Denn dadurch kommt man ganz oft auf negative Gedanken. Ich bin zum Beispiel jemand, der dem Sport sehr, sehr gut tut. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, wenn ich eine Runde joggen gehe, wenn ich Mountainbike fahre, dann ist mein Kopf sozusagen schlagartig leer oder ich komme wirklich auf bessere Gedanken. Das heißt, wenn ich mal eine Phase habe, wo ich merke, ich bin unheimlich negativ, ich habe diese negativen Gedankenkarusselle, ich komme da irgendwie nicht raus, dann höre ich auf, in der Bude rumzusitzen und mir den Kopf darüber zu brechen. Und zack, ich mache was. Ich gehe raus, ich gehe joggen, ich gehe zum Sport, ich rufe einen guten Freund an. Ja? Und dadurch komme ich automatisch auf andere Gedanken. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Gedanken unsere Gefühle beeinflussen und Gefühle unsere Handlungen. Ja? Und das ist wahr. Und das behaupten auch sehr, sehr viele. Was aber die wenigsten Menschen wissen, ist, dass es auch genau andersrum geht. Das heißt, deine Handlungen beeinflussen auch deine Gefühle auch deine Gedanken. Das heißt, wenn du gerade zu Hause sitzt, traurig bist, negative Gedanken hast, dich schlecht fühlst, ja, und dann aber etwas anderes tust, in Bewegung kommst, dich an die frische Luft gehst, Sport machst, was auch immer, dann durch diese Bewegung, durch ein anderes Verhalten, kommst du auch automatisch wieder auf andere Gedanken. Und ich meine, sich abzulenken ist eine Technik, die unbewusst schon sehr, sehr viele Menschen nutzen. Leider sind es oftmals ungesunde Techniken. Ja, wenn es Menschen schlecht geht, wenn sie negative Gedanken haben, dann greifen die zu Alkohol oder zu anderen Drogen, sie essen zu viel Schokolade, sie gehen shoppen, sie gucken Pornos ohne Ende, irgendwas in der Richtung. Ja, das sind ja alles Dinge, die sie tun, um sich abzulenken, aber es sind eben ungesunde Verhaltensweisen. Deshalb versuche ein paar gesunde Verhaltensweisen für dich zu finden, die dir dabei helfen, dich von negativen Gedanken abzulenken. Und wie schon erzählt, ein paar dieser Dinge, die sehr, sehr gut funktionieren, sind Sport, übrigens auch bewiesen durch einige Studien, Sport, einen lustigen Film anzuschauen, Musik zu hören, die dir gut tut, einen Freund anzurufen oder auch, wie gesagt, daran zu denken, was kannst du anderen Menschen tun? Ja? Wie kannst du anderen Menschen helfen? Wie kannst du anderen Menschen eine Freude bereiten? Denn in dem Moment, in dem du an andere denkst, ja, geht es nicht mehr nur um dich und deine Probleme und
du kommst auf eine andere Gedankenebene. So, ich hoffe, diese 5 Tipps haben dir gefallen. Ich hoffe, sie helfen dir dabei, besser mit negativen Gedanken umzugehen. Ganz, ganz wichtig, bevor du dir gleich das nächste Video anschaust, lade dir unbedingt meinen Ratgeber Innere Stärke kostenlos herunter. In dem Ratgeber erfährst du unter anderem, wie du weitere Techniken, um besser mit negativen Gedanken umzugehen, wie du herausfindest, was du wirklich im Leben willst und wie du ein Leben leben kannst, was sinnvoll und bedeutungsvoll ist. Wie schon gesagt, der Ratgeber ist vollkommen kostenlos und ich meine, auf dieser Seite, vielleicht ist es auch auf der anderen Seite, habe ich gerade nicht im Kopf, ist ein weißes I. Wenn du darauf klickst, klappt etwas auf. Und wenn du dann nochmal drauf klickst, kommst du auf meine Webseite, wo du den Ratgeber kostenlos herunterladen kannst. Alternativ dazu findest du den Link zu dem Ratgeber auch in der Beschreibung von diesem Video. So, und falls dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, sehr gerne auch über einen Daumen hoch. Und sei es nur wegen der schönen Kulisse und dem Sonnenuntergang hier. Ich bin übrigens in Zypern, hier wohne ich. Und sehr, sehr gerne, jetzt komme ich zum Ende, sehr, sehr gerne kannst du auch hier meinen Kanal abonnieren, hier meine Webseite besuchen und hier findest du auch noch 2 weitere Videos, die dir gefallen könnte. Also, ich wünsche dir alles Gute und viele liebe Grüße aus Zypern. Ciao, ciao.